Hallo, schön, dass du mir zuschaust. Kennst du das Problem, dass du eine Person in deinem Leben hast oder vielleicht mehrere Personen, wo du eigentlich schon genau weißt, die tun dir nicht gut, ja? Und trotzdem kannst du sie nicht loslassen. Ja, vielleicht läufst du denen sogar noch hinterher und ja, machst dich zum Volldeppen für die. Ob schon eigentlich alle dir sagen oder dass du vor allem selber weißt, der Mensch, der gehört eigentlich gar nicht mehr in mein Leben und trotzdem kannst du nicht loslassen. Oder vielleicht kennst du jemanden in deinem Umfeld, der seit Jahren oder Monaten noch dem Ex-Freund oder der Ex-Partnerin hinterherläuft und einfach nicht loslassen kann. Und du siehst von außen, dem tut das wirklich nicht gut. Vielleicht schickst du ihm dann dieses Video, vielleicht kann es ihm helfen, das besser zu verstehen und dann auch loszulassen. Weil ich frage mich schon ganz oft so als Coach, warum tun sich gewisse Menschen das an? Dass sie ja, sich schlecht behandeln lassen, dass sie nicht Nein sagen, dass sie keine Grenzen setzen. Was ist da der Grund? Oder warum tun sie das überhaupt? Weil es sind ja nicht wenige Menschen, die dieses Problem haben. Vielleicht kennst du es selber auch. Und einer der Hauptgründe ist, und es hört sich jetzt vielleicht lustig an, wir müssen mal ein bisschen unsere Genetik anschauen, weil wir sind eigentlich von Grund auf immer noch Urbewohner. Ja? Und früher haben wir eigentlich nur im Rudel überleben können. Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen lustig an, aber im Grund sind wir Menschen eigentlich wirklich Rudeltiere. Ja? Und im Rudel haben wir überlebt. Wenn man früher aus dem Rudel ausgestoßen wurde, dann war eigentlich die Chance, dass wir überlebt haben, relativ gering, weil wir verhungert sind, weil wir die Gemeinschaft gefehlt hat oder weil einfach das Leben zu schwierig war. Aber wir sind immer noch eigentlich programmiert, wie von der Steinzeit her. Das ist einer der Gründe, nicht nur dieser Grund, aber einer der Gründe, warum wir alles tun, damit wir geliebt werden, damit wir anerkannt werden. Und nicht mal unbedingt nur bei einzelnen Personen, sondern dass wir überhaupt immer wollen, dass wir gut ankommen, dass wir sympathisch rüberkommen. Vielleicht kennst du das auch. Ich kenne das zum Beispiel von meinen Seminaren früher. Früher, wenn ich so 40 Leute in meinem Seminar hatte, waren vielleicht 38 mega glücklich. Man hat gemerkt, die lachen, die sind offen, die hören mir zu, die sind aktiv. Die sind so voll in meinem Seminar dabei. Und zwei Leute, und die gibt es meistens, die hat man so gemerkt, oh, die sind unglaublich kritisch. Oder die denken die ganze Zeit, was der da vorne erzählt, weiß ich eh schon alles. Ja, sogar einige, die jetzt mein Video anschauen, denen wird es genauso gehen. Die werden vielleicht denken, was für ein Schwachkopf, was der da erzählt, weiß ich eh schon alles, könnte ich viel besser erzählen und. Und wie war es dann früher? Ich hatte 40 Leute, zwei, die mich nicht toll fanden, 38, die mich ganz toll fanden. Aber wo war meine Energie? Bei den zwei. Was habe ich probiert? Ich habe probiert, die mehr einzubeziehen. Ich habe meine Energie auf die gelenkt. Ich habe probiert, alles zu tun, damit ich jetzt Liebe und Anerkennung bekomme. Und was ist passiert? Ich habe eigentlich die 38 Leute, die meine Art und so wie ich war, gut fanden, die habe ich wie verloren, weil ich mich verändert habe, weil ich mich angepasst habe für zwei, die mich von Anfang an, Entschuldigung, scheiße fanden. So, was war der Gewinn? Meistens habe ich die zwei Leute eh nicht überzeugen können, weil die fanden mich von Anfang an nicht gut, nicht ideal und so weiter. Hätte ich mich um die 38 anderen gekümmert, dann hätte ich 38 andere Leute glücklich gemacht. So habe ich mich um die zwei Negativen oder so gekümmert und der Effekt war, ich habe 38 andere verloren und die zwei wahrscheinlich auch noch. Ja? Und das möchte ich dir auch mal sagen. Lerne, nicht alle Menschen müssen dich mögen. Nicht alle Menschen werden dich mögen. Vielleicht, wenn es dich interessiert, kannst du auch mal unten ein bisschen so in die Kommentare lesen. Da schreiben auch ganz viele Leute destruktive Kommentare über mich oder dass sie mich nicht toll finden oder dass sie alles besser wissen und so weiter. Das ist absolut in Ordnung. Für mich ist das absolut in Ordnung, weil ich kümmere mich um die Menschen, die mit mir sind und nicht um die Menschen, die mich eh blöd finden. Ja? Und das solltest du auch tun. Schau mal dann wirklich dein Leben an. Bist du jemand, der immer irgendwie schaut, dass du es anderen recht machst? Passt du dich ständig den Menschen an? Redest du vielleicht nach deren Meinung oder so, weil du Angst hast, Menschen zu verlieren? Dann höre auf mit dem.
Ja? Weil werde echt, werde authentisch. Überleg dir mal, wer bist du wirklich? Wie möchtest du sein? Und vertrete auch so deine Meinung. Wir sind nicht mehr im Steinzeitalter. Also auch wenn du hier mal aus einer Gruppe ausgestoßen wirst, du wirst es überleben. Ja? Das ist etwas, was immer noch in uns tief drin ist. Gerade bei Jugendlichen sieht man das sehr oft. Die probieren alles zu tun, damit sie in die Szene oder in die Gruppe reingehören. Auch in der spirituellen Szene sieht man das sehr oft. Die Leute haben eine Vorstellung, was Spiritualität ist, wie man sich als Spiritueller zu verhalten hat, zu kleiden hat, sich auszudrücken haben. Ich gehöre ja zwar in die spirituelle Szene, aber ganz oft wird mir gesagt, oh, du bist ein Spirit Rebel. Ja, du gehörst hier nicht wirklich dazu. Du bist tätowiert, du bist jung, du sprichst vulgär oder irgendwie so, oder du bist viel zu lustig. Also die schließen mich aus dieser Szene aus. Nicht alle zum Glück, ja, aber einige. Und für mich ist das in Ordnung, weil ich kümmere mich um die Leute, die offen dafür sind, die das toll finden, dass ich so mache, wie ich es mache. Und das solltest du auch tun. Und der nächste Punkt ist, mach dir bewusst, renne keinen Menschen hinterher, die dir nicht das zurückgeben, was du ihnen gibst. Finde ich unglaublich wichtig, weil es ist immer ein Ungleichgewicht. Hör auf, Menschen hinterher zu rennen. Das ist Mangelbewusstsein. Wenn sich auch in einer Beziehung zum Beispiel der Partner entscheidet zu gehen, ja, es hört sich jetzt mega hart an, was ich dir sage, aber glaubst du wirklich, wenn du jetzt heulst, rumstalkst zum Beispiel, den belästigst, ständig anrufst, WhatsApp-Nachrichten schreibst oder ihm deine große Liebe so, dass der zurückkommt? Wahrscheinlich nicht, weil das ist energetisch total aus dem Gleichgewicht. Wir lieben Menschen, die selbstbewusst sind, die in ihrer Kraft sind, die strahlen. Wir lieben nicht Menschen, die energetisch oder sogar wirklich im Opferbewusstsein drin sind. Also wenn du deinen Ex wirklich zurückbekommen willst, dann geh voll in deine Kraft, beginn wieder zu strahlen, beginn dein Leben zu leben, werde glücklich und zufrieden, öffne dich. Und dann kann es vielleicht klappen. Aber wahrscheinlich wirst du dann gemerkt haben, wenn du wirklich voll und ganz in deiner Kraft bist, dass du ihn oder sie gar nicht mehr brauchst, weil du viel weiter bist, weil du dich entwickelt hast, weil du jetzt ein glücklicher Mensch geworden bist. Ich finde, ganz ehrlich, wenn sich Menschen entscheiden zu gehen, sollten wir nicht denen nachrennen. Ja? Wenn da ein Konflikt war, dann klar, entschuldige dich, aber mach dich nicht abhängig. Lerne auch Grenzen zu setzen. Ein guter Freund oder Menschen, wenn man denen auch mal Nein sagt oder einen Stopp macht oder einfach auch mal schaut, dass sie nicht über die eigenen Grenzen gehen, wenn die dann sofort beleidigt sind und das Weite suchen, dann ist das so. Dann nimm das an und mache dir bewusst, immer wenn du zwei Hände frei hast, ja, hast du auch wieder die Möglichkeit, zwei neue Menschen in dein Leben zu ziehen. So. Werde aktiver. Die meisten Menschen, die Angst haben, die nicht loslassen können, die im Mangelbewusstsein sind, dass sie einsam sein könnten, haben eins gemeinsam. Sie sind einsam, aber weil sie sich oft auch einschließen, weil sie nicht auf andere Menschen zugehen, weil ihnen vielleicht auch das Selbstbewusstsein fehlt, auf andere Menschen zuzugehen oder weil sie Angst haben, abgelehnt zu werden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Selbstbewusstsein ist trainierbar. Selbstbewusstsein ist wirklich trainierbar. Das ist kein Problem. Geh einfach raus, sprich fremde Leute an. Ja, vielleicht lehnen dich 20 ab. Vielleicht denken 20 Leute, was für ein komischer Vogel oder was willst du? Aber vielleicht ist einer darunter, der mit dir ins Gespräch kommt. Ja? Geh wirklich auch raus. Das Beste gegen Einsamkeit ist und auch von Abhängigkeiten, geh in Kontakt mit den verschiedensten Menschen. Das können oberflächliche Kontakte sein. Das kann ein nettes Gespräch mal an der Bushaltestelle sein. Das kann ein nettes Gespräch, keine Ahnung, auf der Arbeit sein. Es geht nicht nur um tiefe Sachen, aber wie mehr du die Erfahrung machst, dass du Menschen ansprechen kannst, dass du mit denen quasi ja, in Kommunikation gehst, umso weniger machst du dich abhängig von einzelnen Personen. Ja? Es ist ein einfacher Trick, aber die meisten Menschen, die wirklich sich abhängig fühlen, die haben auch ein ganz kleines soziales Umfeld, ja? Und engen sich dadurch ein. Und mach dir auch sonst mal bewusst, warum möchtest du diese Person wirklich zurückhaben, wenn da jemand zum Beispiel gegangen ist? Oder warum lässt du das mit dir machen? Was ist da der Grund dahinter? Und meistens wirst du merken, du willst eigentlich nur Liebe und Anerkennung von der Person bekommen. Aber mache dir bewusst, du kannst die Menschen in deinem Umfeld nicht verändern. Ja? Der einzige Mensch, den du verändern kannst, ist dich selber.
und du solltest dir selber viel Liebe und Anerkennung geben, dass du nicht mehr Menschen hinterherrennst, die dich schlecht behandeln. Weil wenn du dich nicht gut behandelst, wenn du dir nicht die Liebe und die Anerkennung gibst, die du verdient hast, dann wirst du auch leider Menschen in dein Leben ziehen, die dich ausnützen, die dich klein halten, die dich unterdrücken. Also der erste Schritt ist, kümmere dich um dich selber, beginne dich zu lieben. Ich habe ein tolles Buch darüber geschrieben, über Love Yourself. Falls du es noch nicht kennst, findest du es bei Amazon oder in allen Buchhandlungen. Das kann dir wirklich helfen. Oder sonst suche dir ein paar Tipps aus dem Internet, aber beginne bei dir und mache dich unabhängig und mache dir bewusst, auch wenn diese Person gegangen ist, heißt das nicht, wenn du wieder zurück zu dir gehst, wenn du Grenzen setzt, wenn du einfach wieder liebevoll mit dir umgehst, wirst du auch wieder andere Menschen in dein Leben ziehen. Nur wenn du da hängen bleibst, wenn du dich entscheidest, da nicht loslassen zu können, dass nie was Besseres kommt, das sind alles Glaubenssätze und Entscheidungen, die du triffst, dann wird das zu deiner Realität. Doch glaube mir, loslassen ist leicht. Ja. Manchmal tut es weh, manchmal ist es schmerzhaft, aber ich kann dir eins versprechen, immer wenn wir loslassen, kommt was Besseres nach, in welcher Form auch immer. Das Wichtigste ist einfach, bleibe bei dir, geh in deine Liebe und hör auf, dich zu beschränken. Geh raus, suche den Kontakt mit Menschen, das kann auch ganz leicht sein, ja? Kann auch nur kurze Kontakte am Anfang sein, bis du gelernt hast, da in tiefere Gespräche zu gehen. Ich hoffe, dass dieses Video dir geholfen hat. Dann gib mir doch einen Daumen nach oben. Wenn dich meine Videos interessieren, dann abonniere meinen Kanal und schreibe mir doch mal da unten in die Kommentare, ja, was vielleicht die Herausforderungen für dich sind oder was dir besonders geholfen hat von diesem Video. Und wie gesagt, vielleicht hast du ja jemanden in deinem Umfeld, wo genau dieses Video helfen würde, dann schick ihm doch einfach dieses Video. Mich würde das unglaublich freuen. Vielen Dank und einen ganz schönen Tag.